Das ist Petracek im Strafraum. Petracek in den Posten. Schön hinterlaufen von Weyer, der bekommt den Ball. Weyer, flache Eingabe-Ecke. Wird das ganz offensichtlich direkt machen. In der Mitte die Innenverteidiger natürlich dabei. Miro Jagatic, Gratulation, dritter Heimsieg, 2-0, siebtes Spiel zu 0, war aber trotzdem ein schweres Stück Arbeit, oder? Ja klar, da begegnen sich natürlich zwei Mannschaften auf Augenhöhe und dann ist auch mal natürlich auch so eine Situation, dass auch mal die Tagesform entscheidet. Wir haben, glaube ich, im richtigen Moment die Tore gemacht, hatten am Anfang natürlich ein paar Sachen liegen lassen. Ja, und dann darf man nicht vergessen, na klar, wenn natürlich die Flanken wie Brandbomben da reinkommen und naja, so kopfballstarke Spieler in den Reihen von Auenbachs ist, das wussten wir, da wird es immer gefährlich und auch schwer zu verteidigen. Aber das haben wir heute gut gemacht und ja, wir sind sehr glücklich. Kann man sagen, wir haben wirklich eine Taktik gefunden, ein gutes Spiel, wie man eben solchen Mannschaften auch begegnet. Also sichere Abwehr, die schnellen Spitzen, ist das jetzt so das Rezept? Na, wir haben ja in der Halbzeit nochmal umgestellt.
weil wir dann weniger Zugriff hatten in der Zentralen und da haben die sich eigentlich sehr gut zwischen den Ketten bewegt. Und dann wurde es mal eng, aber das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt und ja, was ich auch schon gesagt habe, umso glücklicher sind wir. Wir haben natürlich, ist jeder Gegner anders zu bespielen und daran müssen wir immer wieder arbeiten, von Woche zu Woche. Aber ihr tüftelt ja jedes Mal einen Plan aus und diesmal hat es ja geklappt. So sieht's aus. Das war keine Frage, das war eine Feststellung. Danke. Ausrufezeichen. Kann weiter so gehen. Tja, heute wieder geklappt mit dem Tor. Gratulation. Dankeschön. Wie fühlt sich das an, im zweiten Spiel hintereinander getroffen? Also erstmal prinzipiell freue ich mich für die Mannschaft, dass wir das so souverän gewonnen haben. Und natürlich für einen selbst ist es natürlich ja, eine tolle Sache, gleich wieder eingewechselt zu werden und wieder zu treffen. Das ist ein schönes Gefühl. Aber es haben wir uns alle sehr verdient. Hat sich das ein bisschen angespornt? In Cottbus hat es dir ein Tor gemacht, ein schönes Tor. Und dann hat es aber eigentlich noch eine größere Chance und dann vorbeigezielt. Hat sie das im Kopf in dem Moment oder blendet man sowas komplett aus? Nee, das blendet man eigentlich aus. Ich habe mir den Tor nochmal angeguckt. Es war ein Riesenball von Petracek. Und demzufolge ja, habe ich Glück gehabt. Der ging halt wirklich gut rein. Den wollte ich so. Und demzufolge ja, Glück gehabt und ich freue mich. Jubilar, 200. Spiel in Grün-Weiß. Mhm. Und das mit dem Sieg. Kann so weitergehen, oder? Kann absolut so weitergehen, so wie die letzten Wochen gelaufen sind. Ich glaube, so haben wir uns das von Anfang an vorgestellt, haben ein bisschen gebraucht, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg nach dem Derby-Sieg. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es mein 200. Spiel ist. Ich habe mich schon gewundert, als Andi und Herr Kühne aufs Feld gekommen sind. Aber ja, es ist eine absolut coole Sache. Also es freut mich und es ist eine Ehre, so viele Spiele für den Verein gemacht zu haben. Kurzes Wort zum Spiel heute. War der erwartet schwere Brocken, oder? War ein sehr, sehr schwerer Brocken. Schlosser und Zimmermann da unter Kontrolle zu kriegen, war immer wieder gefährlich, aber das haben wir zusammen gut gemacht beim Leutscher Wetter. War am Ende dann eine ganz schöne Abwehrschlacht und ja, auf dem Spielfeld hat es Spaß gemacht, auch wenn es für die ein oder andere gefährliche Situation da ein bisschen, ja, die wir da zugelassen haben, aber im Großen und Ganzen, denke ich, geht der Sieg in Ordnung. 5. Saisontreffer heute, ja. War einer der leichteren, oder? In dem Fall schon, ja. Ich muss eigentlich noch einen zweiten nachlegen, kurz danach, ne, habe noch einen Riesen, aber war ein bisschen überrascht, habe eigentlich mit der Hand gespielt und drehe mich dann auf, ja, nee, also bin soweit persönlich zufrieden. Ich denke, ich spiele ein bisschen anderen Fußball als vor 2 Jahren. Ich versuche mich unterzuordnen, sehe mich nicht nur, ja, oder reduziere mich auf Tore, sondern versuche meine Kopfbälle zu holen und gebe alles, hau alles rein und ja, das kommt dann mal zurück, so ein Tor, ne? Auch wenn es jetzt schon 5 sind, aber ja. Du hast es angesprochen, das Wichtigste ist ja immer das Vertrauen des Trainers, das wissen wir ja, ist eine Binsenweisheit. Mhm. Aber als du wiedergekommen bist, wurde das auch so klar kommuniziert, dass das Spiel dann so abzulaufen hat? Naja, ich hatte nach dem Luckenwalde-Spiel letzte Saison in der Oberliga hatte ich das Gespräch und war Zuschauer und bin dann rein zu ihm und der hat gleich gesagt, Tommy, wir brauchen dich nicht als Torjäger, wir brauchen dich als, naja, Kopfballmonster, wir wollen dich hinten wie vorne reinstellen, damit du die rausköpfst oder auch mal vorne einen selber machst. Da hatte ich jetzt noch nicht so viel Glück. Vielleicht kommt das ja in Rathenow mal, dass ich mal einen mit dem Kopf machen kann, aber grundsätzlich ist es so, dass wir gegen Ball arbeiten müssen, von vorne bis hinten. Es geht bei uns vorne los, bei Petra und mir in dem Fall, wenn wir spielen. Und ja, als Mannschaft dann geschlossen verteidigen und die Tore, wenn man dann so viel Gas gibt, das habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt vor 2 Jahren, da habe ich vielleicht immer mal ein paar Prozent weniger. Und ich dachte, die Tore kommen von alleine, wie in der Oberliga, aber ich habe gemerkt, komplett andere Liga, ist es jetzt nochmal ein größerer Aufwand. Und vielleicht ist es jetzt so, weil ich mehr Gas gebe, werde ich dann irgendwann mal doch belohnt. Und das, sprich, ja. Spricht ja für dich, dass man sich dann noch umstellen kann. Kurzes Wort noch zum Spiel heute, war erwartet schwerer Gegner, erwartet schweres Spiel? Wir sind mit einem guten, ja, auf jeden Fall, wir sind mit einem guten Gefühl reingegangen. Wir hatten den Derby-Sieg, Bautzen ein bisschen, ja, das erwartete schwere Pokalspiel auswärts, aber trotzdem relativ souverän 3-0 gewonnen. Letzte Woche fand ich absolut unverdienter Sieg in Cottbus. Wir hatten zweite Halbzeit riesen Gelegenheiten, um dann erstmals 2-2 zu machen und vielleicht dann hin raus. Es ist ja immer so, mit unseren Fenstern noch im Rücken noch ein 3-2 zu machen. Heute über die ganze Woche ein gutes Gefühl gehabt. Also ich hatte jetzt nicht einmal die Woche oder auch heute vorm Spiel das Gefühl, dass hier irgendwie was Negatives passieren kann. Also ein Punkt Minimum und eigentlich schon so ein Sieg im Gefühl. Und das haben wir dann auf den Platz gebracht. Ich meine, wir haben jetzt keine riesengroßen Torchancen zugelassen. Klar, mit Zimmermann vorne drin musste man immer aufpassen, weil er hat sich immer eklig abgesetzt hinter uns. Und ja, Schlosser hat ihn auch ganz gut im Griff, denke ich. Und dann haben wir zu den richtigen Zeitpunkten auch die Tore gemacht. Ne? Erste Halbzeit in einer Phase, wo wir jetzt nicht unbedingt so viele Gelegenheiten hatten, haben wir dann das Tor gemacht. Zweite Halbzeit genau dasselbe. Cassie kommt rein, erster Ballkontakt, Tor. Dafür ist er halt auch super wichtig für die Mannschaft. Er hat letzte Woche ein Tor gemacht, super Spiel. Heute wieder Bank, aber zeigt die Reaktion dann. Und das ist halt das, was uns gerade ausmacht.
Mir ist jetzt gerade ein bisschen kalt, deswegen zitterst du ein bisschen. Ja, alles. Ist das auch alles gesagt und lass uns das nächste Mal teilhaben, Fall. Wenn du wieder ein gutes Gefühl hast vorher, dann lassen wir nicht so viel nerven. Gerne, ja. Zieh dir was an. Mach jetzt. Schönen Abend. Ebenso.